MyoSwiss is a company where we are aiming to bring technology that helps people in their everyday life. Our goal is to combine textiles and robotics, which is our expertise, into solutions that people can wear in their everyday lives and help them stand up from a chair, be able to go up a flight of stairs. The Myosuit, it's been designed in a way that we want it to be as broad as possible for anybody that has some kind of muscle weakness. So one of the big challenges that we face is going from a research device into something that can actually be used by people outside of the lab. In a research environment, it's very controlled. We can control a lot of the things that happen, but to actually bring it to people that can use it and abuse it in their everyday lives, it's a pretty big gap for us. And the idea of linking up with Zühlke is to use their engineering expertise in doing this exact process. Wir haben MyoSwiss dahingehend unterstützt, dass wir ihnen Experten zur Seite gestellt haben und sie in den Themen gecoacht haben, wo sie Schwächen hatten. Wir haben die Arbeit für sie nicht komplett übernommen, sondern haben einfach dort gezeigt, wie man die ganze Sache am besten angeht. Zühlke versteht recht gut, wie sie uns unterstützen können, wirklich sichere Produkte zu entwickeln und dabei auch Usability im Blick zu haben, wirklich diese ganzen Prozesse in die Firma zu integrieren. In der Zusammenarbeit war es wirklich sehr, sehr bezeichnend, wie viel wir eigentlich nicht wussten, wenn wir über Produkte nachdenken. Wir wussten von der Technologieseite sehr, sehr viel. Wir wussten, wie wir bestimmte Sachen so wirklich zusammenbauen, was komplett gefehlt ist, was wirklich zum Produkt macht, sodass man bestimmte regulatorische Prozesse mit berücksichtigen musste. Im medizinischen Umfeld muss man schauen, dass man strukturiert vorgeht, Schritt für Schritt, dass man Sachen gut dokumentiert und auch schaut, welche Auswirkungen es auf den Patient haben könnte. Zühlke hilft uns im Textilen sehr im Prozess des beispielsweise des User Requirements oder des Risk Managements. Wir haben hier sehr wenig Erfahrung und daher braucht es immer jemand, der einen da ein bisschen leadet, der einem sagt, was das wirklich wichtig ist. Wir möchten Startups dahingehend unterstützen, dass wir ihnen mit unserem langjährigen Know-how zur Seite stehen, sie dort unterstützen, wo sie Schwächen und Fragen haben, damit sie selbst das Know-how erarbeiten können. So the work with Zühlke is very cool. The best thing that we have is access to top-level engineers who have been working in such projects for a very long time. So it really speeds us up in very simple questions at times, but also in very complicated questions. They can help us know who do we need to talk to, which provider should we be looking at in order to have a device again that it's ready for the market as possible. Ha 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 ha!